Und trotzdem, Malone Hallöchen und herzlich willkommen YouTube zu einer weiteren Folge Fallout 4 in der Park Street Station. Und da hören wir schon böse, böse Zungen reden. Das wird ein Kampf, ganz sicher, auf den wir uns vorbereiten müssen. Also raus mit der... Ja, mit was denn? Mit einer guten Waffe auf jeden Fall. Ich würde sagen, steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Ich würde sagen, wir nehmen die Repetiererwaffe. Definitiv. Oh, was? Wie heißen die Typen? Todesschützen? Oh, fuck, Mann. Ja, die halten schon ganz schön was aus. Das sind keine guten Zeitgenossen. Ernsthaft und erstmals nehme ich mir jetzt diese Kampflinte. Hol mir eine Nuka-Cherry und eine Nudelschale. Ich sorge dafür, dass die Entdeckung bleibt. Los, los! Mann, die Waffe killt aber richtig hier. Oh, verdammt nochmal. Wahnsinn! Guck dir das mal an, was die Typen aushalten, Mensch. Brutal. Kronkorken 10, ja, dann nehme ich gerne mit. Maschinenpistole Plus, aber die nehme ich gerne mit. Ich bin fast tot. Nicht schön, nicht schön. So. Ja, wo müssen wir denn hier hin? Ah. Super, gleich mal wieder was kaputt gemacht. Ja, und zack. Ja. Schon geknackt. Und was ist hier drin? Ein hellbrauner Anzug. Das bringt uns so viel... Kronkorkenvorrat, ja, der hat es total gebracht. Aufbereitetes Wasser und Instapüree nehme ich gerne mit. Ansonsten gibt es hier nichts Tolles, was uns viel einbringt. Na gut, rennen wir hier runter, wo wir hin müssen. So, und jetzt brauchen wir noch was zum Heilen. Ne? Wir sind schon wieder fast tot, habe ich das gerade richtig gesehen. Jupp. So, da, da. Oh, da hinten ist auch nichts mehr. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir runter zum Nick. Es muss... Wer ist da? Moment. Verschwunden. Das glaube ich kaum. Ah, das scheint wohl dann so das Institut zu sein. Will ich mal behaupten. Der Fatman bringt's noch, Freunde. Der bringt's wirklich noch. Und sagt mir bitte nicht, dass die Leute gegen diese Ding resistent sind. Der hat das überlebt. Ernsthaft jetzt? Wo sind sie hin? Nachschlag gefällig, was? Ja, gut, die haben schon ein bisschen was drauf. Das muss ich leider sagen. Die haben aber auch alle MPs, ne? Die haben alle MPs. Und ich nicht. So, jetzt kommen die Minigun zum Einsatz, Freunde. Ich wollte es nur hernehmen bei ganz harten Fällen, aber... Ich sehe es jetzt als notwendig an. In deinen Schuhen möchte ich nicht stecken.
der Typ jetzt immer noch nicht tot? Gibt's das? Wahnsinn, ey, was der aushält. Wahnsinn. Das ist... Alter. Panzer... Jetzt weiß ich's warum. Der hat eine panzerbrechende Munition dabei. Panzerbrechend. Das ist das Ding. Was ist das? Das ist so viel wert, Mann. Panzerbrechende Waffe. Was hat der dabei? Gut, der hat nichts Wichtiges hier am Start. Da drüben geht's auch nochmal rein in ein Nebenräumchen. Und da gibt's... E-Mail-Eimer. Aha. Brauche ich nicht. Brauche ich wirklich nicht. Da drüben waren noch mal ein paar Gegner. Die haben natürlich wieder schöne Munition dabei. Tatsache. Und sogar eine Nudelpfanne oder Nudelschale, genau. Oh, die Maschinenpistole hätte ich echt gern genommen. Das ist ja nichts anderes. Ach super, wir haben zu viel davon. Ja, stimmt schon, eine reicht eigentlich auch. Das sieht schon nicht schlecht aus, die Waffe. Wir haben leider keine Munition dafür, ne? Sehe ich das? Doch, doch, wir haben Munition dafür. Wow. Big Boss. Freunde, Big Boss. Und wir nehmen uns auch die Panzerbrechende mit. Die Panzerbrechende MP. Und die knallt so richtig rein. Und da sind wir dann auch vor härteren Gegnern. Ja, ganz gut gewappnet. So, gehen wir weiter, wo wir hin müssen. Da vorne lang scheint es richtig zu sein. Aber es sind bestimmt wieder Gegner, oder? Nebenbei sollten wir mal auf die, den Verbrauch unserer Powerrüstung schauen. Der ist auch nicht mehr ganz so frisch. Da vorne sind Gegner, okay. Pustet sie weg! Gesagt, im Runden will er mich. Mann, halten die Typen viel aus. Okay, jetzt, mein Freund, bist du tot. Wow. VATS, Freunde. Bringt so viel. Ja, wir sterben gleich, Freunde. Und jetzt brauchen wir schleunigst nochmal Heilung. Sonst ist es vorbei. Erstmal richtig weggesprengt, Freunde. Das war jetzt echt keine doofe Aktion. Alter, das ist ja auch ein Ghoul. Ah. Also sehr viele haben dieses komische Äußere. Sieht aus wie ein Ghoul, sind sie aber nicht. Das ist eine Mutation, soweit ich weiß. Das gab es in Fallout 3 ebenso. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ey, und hier geht's in die Vault, ne? Hier geht's in die Vault rein, Freunde. Wir gehen zurück in die Vault. Wahnsinn. Wahnsinn, dass ich das in dieser Folge erleben darf. Wieder erleben darf. Und es ist die Vault 114, wie ihr sehen könnt. Und da vorne sind sogar Leute, oder? Sind da Leute? Verdammt nochmal. Ich hasse es, wenn sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Schon mehr als das. Wo bist du hin? Ach, nicht schon wieder Gegner. Mann. Zeitlupe. Oh, Freunde, Zeitlupe ist eine sehr geile Sache. Penner.
So. Das wäre erledigt. Yep. Der Ding geht's auch noch ganz gut. Sieht zumindest so aus. Hier geht's auch lang, ne? Okay, ne, hier gibt's nicht. Hier gibt's Stimpack und aufbereitetes Wasser. Und einen Voltanzug. Naja, das wird mich jetzt auch nicht davon abhalten, dass ich hier... Red Away. Medics. Ja, sehr spannend. Gute Sachen, gute Sachen. Ja, jetzt gehen wir weiter und suchen diesen Herrn Nicky. Wo sich der denn versteckt? Aber wie gesagt, die Gegner hier sind die härtesten, die ich jemals getroffen habe. Das sind menschliche Gegner. Die halten so viel aus. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgeflogen. Es hat ihn erwischt. Ja, das, dich hat's jetzt auch erwischt, ne? Wie ich mal so sagen. So. Wieder ein Fusionskern weniger. Viel haben wir nicht mehr. Aber ich habe ja nicht mal mehr eine Power-Rüstung. Also ich habe ja eigentlich nur eine... Was zum... Eine Phantom-Power-Rüstung. So, Freunde. Ist das Ding jetzt ernsthaft? Oh nee, überhitzt. Gut. Ich weiß jetzt auch, warum die Typen mehr aushalten als normal. Gut, der ist tot. Der lebt noch. Wow. Verdammt nochmal hier. Hey, du Penner. Du hast mal gelebt. So. Du auch? Ich brauche keine mit Leuchtvisier. Ich brauche auch nur die Kronkorken. Waren das jetzt alle? Also ich nehme nochmal sicherheitshalber die Munition von denen mit. Ich nehme diesen Revolver jetzt. Weil die Minigun sollte noch eigentlich für die ganz krassen Zwecke herhalten. Da hatte ich zwar genug Munition, aber ich glaube gar nicht, wie schnell so eine Minigun leer ist, wenn du mal ein bisschen pustest. Ja, und es war eigentlich noch dafür gedacht, das aufzuheben. Ich soll also hier runterspringen. Ist das euer Ernst? Da nehme ich aber vorher Whisky, ne? Dass das klar ist. Aha, Voltec. Kombi-Schraubenschlüssel, unwichtig. Haarklammerbox, auch selten gesehen. Und ja, nach langer Zeit dürfen wir mal wieder einen Terminal oder ein Terminal hacken. Bringt uns nur diesmal nichts, weil wir können hier nichts steuern oder so. Und jetzt sind wir richtig in der Vault drinne. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da wieder Gegner sind, ob wir endlich mal an unser Ziel kommen, weil schon langsam habe ich genug von den Kämpfen. Ich will wieder ein bisschen mehr wissen. Ich bin mal gespannt, ob wir dieses jetzt stillen können, mein Wissen, oder mein Erwarten, oder ob es noch weitergeht mit den Kämpfen. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklotz. Das sind Gegner. So hat Skinny Malone mir Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast... Oh, yep, Freunde, da ist der Typ. Okay, wo ist unsere schallgedämpfte Waffe? Die war doch irgendwo. Schallgedämpft, Impro-Gewehr, jawohl. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Dieser kleine Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal... Das ist Dino! Hallo, Dino! Locker geschlagen, Blue.
Lebt der Typ? Lebt er doch? Der ist tot. Der ist tot. Yep. Aufseher, Türpasswort. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurück. Und ich muss es bestimmt hier eingeben, oder? Jo. Yes. Yes, der ist raus. Jawohl, also dafür hat er uns echt... Dafür ist er uns echt was schuldig. Ich sag's euch, Freunde. Ja, voll offen. Gleich mal mit dem Typ reden hier. Was? Ah, mein strahlender Ritter. Oh, Alter, der Typ sieht da krass aus. Doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg nur um einem alten Privat? Tja, das werden wir noch rausfinden, Freunde. Warum mache ich das? Hier vorne ist eine Wackelkopffigur. Ja. 100 Kronkorken mehr zum Handeln. Wie toll. Finde ich cool. Finde ich cool. Und jetzt lasst uns mal fliehen. Mein Sohn, Sean, ist verschwunden. Er wurde entführt. Aber ich weiß nicht von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja? Dann bin ich genau der richtige Mann. Wenn auch am falschen Ort. Ey, das sieht ja übel aus. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. So ein Scheiß. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Krass, okay. So, Niki, hey, lass uns loslegen. Lasst uns loslegen und schnellstens hier fliehen. Ja, die Frage ist ja dann auch wie und wo. Wo müssen wir lang? Ach, hier geht's raus zur Park Street Station. Cool. Na, hier geht's wohl nicht vorbei. Und jetzt? Und jetzt? Ach, wir müssen da wieder runter, oder was? Hä? Okay. Jetzt komme ich auch nicht mit. Anscheinend gibt es einen Alternativweg. Aber wo? Na gut, hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Da müssen wir wohl weiterlaufen. Ach, da läuft er lang. Ist das doch der falsche Weg, oder nicht? Hey. Ach nee, der läuft vor. Das muss man auch mal wissen. Ja, da waren wir noch nicht. Sehr schön. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? Er muss doch nur nach dem Gefangenen sehen. Wofür braucht er denn bitte so verdammt lange? Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der? Scheiße, wo kam das denn her? Hey, sie sind hier. Alter, Freunde, ich weiß jetzt, was ich mitnehme in meinem Köfferchen. Und zwar das Ding hier. Naja, ohne Munition eher mehr schlecht als recht. Dann nehme ich die Kampfflinte. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sterbe. F5 drücken war zu doof. Ich bin irgendwie gegen scheiß Türrahmen gelaufen und konnte nicht mehr rein. So ein Mist, das war jetzt unnötig, Freunde. Das war echt unnötig. Ach Mann. Naja. Ach, wir sind immer noch da. Super. Ich bin falsch gelaufen hier. Super, okay. Also hier ist der richtige Weg. Da waren wir jetzt schon. Moment. So, jetzt holen wir uns nochmal was zu essen. Klein bisschen hier. Mentats. In das Leben oder was machen die überhaupt? Nudelschale. Was war mit MedX schadensresistent? Das hauen wir uns rein. 400 Leben bringt das Nuka Cola Quantum. Ja, und der Timer läuft ab, Freunde. Aber den Kampf machen wir hier noch zu Ende. Psycho
Reddix, Redaway, Stimpak. Ja, volles Leben. Wir brauchen nur noch eine ordentliche Waffe und das wäre in dem Fall dann die Minigun. Die hat noch genug Munition. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ist schon krass, was die Typen aushalten. Das ist absoluter Wahnsinn. Oh, eine kompensierte 10mm Pistole. Na, nehmen wir mal mit. Und weiter geht's, Freunde. Richtung Ausgang. Geht's hier lang oder hier lang? Was ist denn das überhaupt? Eine Dusche oder was? Was? Schiebetür. Lavatory. Aha. Okay. Die Tür hier ist im Eimer. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Na, ernsthaft jetzt? Ach ja. Gott sei Dank. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Ey, der Typ ist ja recht schlau, Mann. Der kann was. Oh, wo geht's hier hin? Residential Cafeteria Nursery Exit Zone. Okay. Alles klar. Hey. Auf geht's! Gut. Den haben wir ganz easy erledigt. Kein Ding. Gar kein Ding. Die können wir knacken. Okay, kein Ding. Überhaupt kein Ding. Schaffen wir. Zack und drinne. Cool. Was gibt's hier? Es gibt hier. Ich dreh wohl langsam durch. Das ist doch Schwachsinn, das ist total sinnlos. Ich weiß, dass ich was gesehen habe. Stimpack gibt's hier aber. Ach egal. Hier ist. Ja, und hier geht's außen rum, das war doch auch klar. Ich erledige das schnell. Ach nee, oder? Jetzt hat die Waffe nicht mehr. Checkst dich? V-Type-O-Farm. Danke für die Waffe, sag ich mal. Und jetzt hol ich mir die Typen von hinten. So, und nochmal auf den Kopf. Jawohl, und zack, war das ein Kill. Und der nächste, Freunde. Jawohl. So, Holzkiste. Oh, eine Holzkiste, Freunde. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass da Waffen drin sind. Oder? Ja. Molotow-Cocktail. Na gut. So, Freunde, wir haben ganz gut überzogen und deswegen sage ich jetzt auch Tschüss zu euch. Wir sehen uns hier, wenn es weitergeht. Wir kämpfen uns hier raus aus der Wolle, ich verspreche es. Und dann finden wir unseren Sohn. Das verspreche ich euch auch. Oder wir finden zumindest genaueres raus. Also, macht's gut, freut euch auf morgen. Bis dann, ciao.